Sie ist schön und zerbrechlich wie ihre Mutter und sie ist es leid, mit ihr verglichen zu werden. Sarah Biasini ist 4 Jahre alt, als ihre berühmte Mutter Romy Schneider knapp 1 Jahr nach dem tragischen Tod ihres 14-jährigen Sohnes David stirbt, an einem gebrochenen Herzen, sagen viele. Das Drama um den frühen Verlust ihrer berühmten Mutter hat die Schauspielerin jetzt in ihrem ersten Buch Die Schönheit des Himmels verarbeitet. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn Sarah Biasinis Tochter Anna ist jetzt 4 Jahre alt und sie selbst genauso alt wie Romy Schneider zum Zeitpunkt ihres Todes. Sabina Riedl hat Sarah Biasini zu einem sehr persönlichen Gespräch getroffen. Das imperiale Wiener Ambiente. Das Gesicht. Kurz fühlt man sich an einen Sissi-Film erinnert. Es ist Romy Schneiders Tochter Sarah Biasini, die wir im Hotel Wandel zum Gespräch über ihr erstes Buch treffen. Darin verarbeitet sie den Verlust ihrer berühmten Mutter. Ich wollte kein offizielles Foto von ihr als Schauspielerin, sondern ein privates. Und das Bild zeigt sehr schön die große Liebe zwischen Mutter und Tochter, sich auf den Mund küssen. Auf diesem Foto ist Sarah 2,5 Jahre alt. Entstanden ist es in Gassin in Südfrankreich, wo sie geboren wurde. Nur 2 Jahre vor Romy Schneiders Tod. Das große Trauma in Sarahs Leben. Ich habe das Buch nicht als Selbsthilfe für mich geschrieben. Ich hatte schon genügend professionelle Hilfe, sonst hätte ich das nicht geschafft. Nein, ich wollte schon lange ein Buch schreiben und so dachte ich, schreib doch über das, was dich interessiert und dir vertraut ist. Wie Trauer, Mutterliebe und den Tod innerhalb der Familie. Ob sie ihr jetzt näher ist, da sie selbst Mutter ist? Vielleicht ist sie mir jetzt näher, weil ich genauso alt bin wie sie, als sie starb. Ich bin jetzt in der Mitte des Sturms. I'm right in the middle of the storm. Viele Erinnerungen sind verblasst. Erzählungen der Familie und eigene Erlebnisse verschwimmen. Das Schwierige ist, dass man nicht an die Verstorbenen denken will, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Aber jeder erinnert mich an sie und an die Tatsache, dass sie nicht mehr im Leben ist. Das ist ein schlimmes Gefühl. Ich habe haufenweise Fotos und Filme von ihr, die ich mir ansehen kann. Es ist schön, ihre Stimme zu hören, aber sie spricht nicht mit mir. Vom tragischen Unfalltod ihres 14-jährigen Sohns David 1981 erfängt sich Romy Schneider nicht mehr. 10 Monate nach ihm stirbt sie an Herzversagen und hinterlässt die nicht ganz 5-jährige Sarah. Es ist die schlimmste Tragödie, die einem passieren kann. Das hat sie vollkommen zerstört. Ich war bei ihr zu Hause, im selben Raum mit ihr, als sie starb. Aber mein Kindermädchen brachte mich ins Nebenzimmer, weil sie nicht wollte, dass ich meine tote Mutter sehe. Das wäre ein zu brutaler Anblick für eine 4-Jährige gewesen. Nicht alle Filme werden dem Andenken ihrer Mutter gerecht, meint die Tochter. Ich mag die Filme lieber, in denen sie reifer ist, 30, 35 Jahre alt. Besonders die französischen Filme. Das sind die Dreharbeiten zu dem Film Nachtblende 1974. Romy ist am Zenit ihrer Karriere und gilt als kapriziös. Ein österreichisches Team ist backstage dabei.
Schwierige Stars sind manchmal begabter als problemlose Regisseure. I like the fashion in the 70s. Ich mag die Mode der 70er Jahre. Ich mag Paris in den 70ern. Die Empfindsamkeit, die Dialoge, die Musik. Das sind meine Lieblingsfilme, weil meine Mutter da am besten ist. So yeah, really these are one of my favorites and just because I think my mother is at her best. Obviously, I mean, I don't really like the movies when ich mag nicht, wenn sie in Filmen weint, weil sie so echt ist, so ehrlich. Da möchte ich sie am liebsten in den Arm nehmen, sie trösten und sagen, bitte weine nicht. You know, and console her and take her in my arms and say, don't cry, you know. Aber sie kommt nicht zurück, weil sie mir noch immer nicht verziehen hat, dass ich ihr Leben zerstört habe. Mit dem kaiserlichen Kitsch, der ihre Mutter über Nacht berühmt machte, kann sie wenig anfangen. Auch Romy Schneider kämpfte ein Leben lang gegen das hartnäckige Sissy-Image. Ich bin ganz ihrer Meinung. Es ist so engstirnig, sie auf die ersten drei Filme ihrer Karriere zu reduzieren. Und ich bin stolz auf sie, dass sie wütend auf Menschen reagierte, die sie nur auf die Sissy-Filme ansprachen. Tut mir leid, aber das ist lächerlich. Ende der 50er Jahre zieht es Romy Schneider nach Frankreich. Statt dem süßen Wiener Mädel spielt sie anspruchsvolle Rollen. Nach Wien kommt sie immer häufiger nur zu Besuch. Das deutschsprachige Publikum reagiert verbittert. Es ist schade, dass die Deutschen so wütend auf sie waren, weil sie sich entschlossen hat, das Land zu verlassen. Ich weiß, dass sie darunter sehr gelitten hat. Es war so unfair. And I know she suffered so much from that. And I think it's so unfair, really. Obwohl sie in vielen Nachkriegsfilmen in Wien an der Seite ihrer Eltern spielt, wie hier im Otto Preminger Film Der Kardinal, und die Herzen des Publikums erobert, emanzipiert sie sich, wohl auch aus ideologischen Gründen. Ihre Mutter Magda Schneider und ihr Vater Wolf Aibach-Retti galten als Anhänger und Gewindler der Nazizeit. Of course my mother questioned her mother. Natürlich hat meine Mutter ihre Mutter hinterfragt. Natürlich hatten sie auch Streit, denn die eine blieb, die andere verließ das Land. Aber das ist doch normal, die Nachkriegsgeneration trägt immer die Geschichte ihrer Eltern. Das wissen alle Deutschen und alle Österreicher. The country's history and their parents' history. It's something every German and every Austrian know and it's absolutely normal. Mit Stolz erfüllt sie, dass sich ihre Mutter politisch engagiert. Für Frauenrechte und für die Freiheit der Kunst. So wie 1976 für den DDR-Regimekritiker und Liedermacher Wolf Biermann, dem die Ausreise in den Westen gewährt, die Rückreise in die Heimat aber verweigert wird. Und die Folgen von Biermanns Ausbürgerung haben mich entsetzt. Genauso wie viele andere. Und ich finde es absolut selbstverständlich, dass ich bei dem Schutzkomitee in Berlin unterschrieben habe, genauso wie viele andere. Ich habe heute früh in Paris vier Freunde und Kollegen angerufen, den Regisseur Claude Sautet, Simon Signoret, Yves Montand und Michel Piccoli. Und alle vier haben auch unterschrieben. Das wollte ich Ihnen gern sagen. Tut mir leid, ich spreche nicht gut Deutsch. Whom am I going to speak German with? And it's just, once again, I don't want to rub it in or, you know, to... Mit wem soll ich denn Deutsch sprechen? Ich will ja nicht auf die Tränendrüse drücken, aber die Menschen, mit denen ich gerne Deutsch sprechen würde, sind tot. We're dead, basically. Sarah Biasini ist nach ihrem Englischstudium doch in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten, als Filmschauspielerin. Doch die Bühne wurde ihr mehr zum Zuhause als das Filmset. Ich bin nicht sehr gut vor der Kamera. Ich fühle mich nicht wohl.
Nein, ich habe kein Problem, das zu sagen, aber auf der Bühne, da bin ich glücklich. Mit dem Adrenalin und dem Gefühl, in einem durchzuspielen, live zu sein. With being on stage, with the fact that you start a play and you don't stop, and it's live. Fotos von ihrer Tochter Anna will sie keine herzeigen. Nur so viel, die Familienähnlichkeit sei verblüffend. Wie zwischen ihr und ihrer Mutter. So sehr sie ihre eigene Tochter liebt und die Mutterschaft genießt, so schwer belastet sie die Angst vor einem neuerlichen Verlust. Wenn man erlebt, dass ein Kind vor seiner Mutter sterben kann, so wie mein Bruder, dann ist natürlich die Liebe zu meiner Tochter von diesem Drama überschattet. Sie ist jetzt so alt wie ich, als ich meine Mutter verlor. Ich wusste, dieser Tag würde kommen. Aber dann beruhige ich mich und sage mir, sie wird ihre Mutter nicht verlieren. Sie wird glücklich heranwachsen. Und ich werde uralt werden. Alles wird gut. Sie wird eine glückliche Frau sein und ich werde leben und alles wird gut sein.